Die miesen Schweine schicken mir schon hier die ganzen Aufgaben ins Postfach oder was? Was ist denn mit euch los? Kaum bin ich 2 Sekunden in der Welt, heißt schon, ja, macht das heilige Tor auf. Brüder, ich begrüße euch zurück zu einer weiteren Ode von Minecraft Gesellschaft auf der Nintendo Switch. Wir sind jetzt hier natürlich versammelt, um die neuen Mitglieder dieses Community-Unterfangens, gib mal die Fackel her, einzuläuten. Und das sind 3 Mitglieder. Einmal nämlich hier der gute New Olympus, Elisas, der Ehrenmann, und Theo, aber ich glaube, der ist schon runtergedrippt. Der wollte schon komplett auf die Welt losgelassen werden. Dann haben wir halt noch den guten New Olympus. Er ist auch am Start, zusammen mit Brot, Theo. Elisas ist, wie gesagt, auch am Start. Moin, moin und Servus. Und wiederum Mois. Geben wir allen soweit ihre Ränge. Ich finde es cool auch, dass gerade so viele neue Kerle reinkommen. Splasher ist wieder am Start. Der hat irgendwie komplett den Autoklicker rein gehauen und Ego, Markus und Bartu so auch wieder so die Ehrenrunde, ne? Brot haben wir auch schon häufiger gesehen. So, nun denn, Brüder. Oi. Aha. Na, guten Tag. Cooler Skin, Bruder. Ja, euch schon mal viel Spaß und kommen Sie heran. Viel Spaß in dieser Welt. Ja, die haben gerade wahrscheinlich so ein bisschen ihre Kicks in die Welt zu kommen. Sie sind wahrscheinlich ein bisschen schüchtern, trauen sich noch nicht so ganz, ja. Kritische Lage auf jeden Fall. Elisas hat das Spiel verlassen. Man kennt's. So, wir kommen zum aktuellen Tagesgeschehen zurück. Oh, Mois. Hast du dir auch schon die Ofenkartoffeln gegönnt? Du verdammtes Schwein! Er hat uns hier ein paar geheiligte Ofenkartoffeln natürlich reingehauen. So muss es sein, Alter. Ehre. Stellen natürlich auch hier wieder ein paar neue Setzlinge auf. Die Welt muss sprießen und sie muss drippen. Oi. Oi. Ja, man kennt's. Ihr habt mir einige auch gute Ratschläge gegeben zum Dorfbewohner-Zombie, der sich in der Crypt befunden hat. Und zwar an keinem geringeren Orte als diesem Ehrendorf da hinten. Da war ja ein Zombie-Dorfbewohner. Und ich weiß auch mittlerweile, wie das funktioniert, dass wir den wieder ummünzen zu einem Dorfbewohner und so, aber mir wurde in die Kommentare geschrieben, dass derjenige, der Zombie, der Dorfbewohner-Zombie, den wir hier nahe unseres Hauses gefunden haben, wenn wir jetzt hier mal durchlaufen und, ach, wenn ihr hier mal durchlauft, Alter, es ist halt so ein großes Dorf, es ist halt unglaublich. Jedenfalls, wenn wir jetzt mal so wieder zurück zu unserem Hause gehen. Ja, da stand ja quasi hier am Dorfausgang ein Zombie. Und mir wurde in die Kommentare geschrieben, dass dieser Zombie wohl nicht der Dorfbewohner-Zombie gewesen ist, den wir halt eben dort im Wasser gefunden haben, sondern wahrscheinlich ein anderer, der gespawnt sein soll, weil der andere schon längst gedespawnt ist. Und ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, wie ich am besten dafür sorgen kann, dass wir den auch hier verbunkern können, weil ihr seht ja hier, der ist weg, ne? Der ist halt nicht mehr da. Nun denn. Ich dachte persönlich, es würde klappen und reichen, dass wir hier alles einbauen, aber nein. Hat wohl nichts genutzt. Nichtsdestotrotz bin ich dennoch sehr ambitioniert, hier in diesem Dorf weiterzuarbeiten. Und ich sag mal so, während Luca gerade eh nicht hier in diesem Raum ist, um mich zu dieser Schatzsuche einzuladen, sag ich auch mal so, ist mir das auch egal. Ja, und wir machen hier an diesem Haus weiter. Solange, bis halt eben Luca in den Raum reinkommt. Und sagt, ey Kai, Schatzsuche jetzt. Ja, das war ja meine große Ambition. Weil das klang ja sehr geil. Ach ja, genau, das waren ja die Schilder von Luca. Hm, ich erinnere mich. Und was ist hier? Noch ein Geschenk für dich. Haben wir das schon? Aha. Ah ja. Da hatte er wieder komplett seine Angeldrips und Trips gehabt, ne? 5 Kugelfische. 8 Rohrkabeljau, 3 Rohrlachs und 3 Eisenbarren. Und ich sag mal eine Sache, Luca. Erstens danke und zweitens, das bist du mir auch schuldig, du Schwein. Könnt ihr euch noch an diese Katze erinnern? Diese beige Fellfarbenkatze. Diese Katze hat mir Luca weggeklaut. Er hat sie angefreundet. Und das, ja, das war kein Geschenk, das war eine Entschuldigung. Das habe ich ganz genau gesehen, Luca. Du Sau. Du bist mir doch eine Katze schuldig. Also falls du demnächst mal einen zweiten Kater findest, der aber über die andere Katze drüber geht und dadurch ein paar Kinder geboren werden, ein paar Katzenbabys, ein paar
kleine Kätzchen, so, dann kannst du mir gerne eins abgeben, auf jeden Fall. Aber den Fisch, ja, kannst du behalten, du Dreckschwein. Reicht mir nämlich jetzt schon wieder, wenn ich das so sehe hier, ne, dass man mir mein Eigentum klaut. Ich war der Erste, der diese Katze angefangen hat. Ich war der Erste, der in diese Katze Fisch reingesteckt hat und er schnappt sie mir weg. Er hätte ja wenigstens fragen können. Vielleicht hat er ja auch gefragt und ich hab's nicht gelesen. Wenn ja, sorry, auf jeden Fall, Bruder. Aber ja, keine Ahnung, Mann. Das war echt eine weirde Situation, wo er mir geschrieben hat, ja, Kai, ich hab die Katze jetzt. Ja, wow, Alter, vielen Dank, Mann. Ist ja nicht so, als wollte ich sie haben. So, ich meine, 5 Kugelfische sind schon sehr ehrig und so. Und auch die ganzen anderen Fische und auch die ganzen anderen Geschenke, die ihr mir macht, sind immer sehr ehrenhaft. Ich danke euch für die ganzen Geschenke. Ja, warte mal kurz. Hat mir Splasher gerade 64 Kartoffeln hingehauen? Splasher, du bist ein Ehrenmann. Vielen Dank. Die werden wir auf jeden Fall gleich direkt anhauen und anbauen. Auf geht das doch. Zunächst aber mal hier das Setzling. Wir müssen natürlich auch die ganzen Bäume hier replanten, ne? Immer auch natürlich ein Auge drauf machen, ob ein neuer Ehrenbruder gekommen ist. Weil manchmal übersehe ich den Chat über mir. Ja, manchmal übersehe ich den wirklich. Manchmal da passiert's. Und da drippen halt so ein paar Nachrichten weg und ich überlese die einfach so. Deswegen, ich will mich auf jeden Fall darauf konzentrieren, dass ich den Chat ein bisschen öfter im Auge halte. Gerade auch in Bezug auf irgendwelche Todesnachrichten oder so. Ich meine, ist doch lustig, oder nicht? Das ist doch verdammt lustig. Ja, Jungs. Definitiv. Was haben wir hier? Okay, ich dachte, das wäre wieder so ein Höhleneingang. Aber nein, leider nicht. Gut, mit dem kleinen Holzmengen, die wir haben, werden wir uns natürlich jetzt auch wieder dem Hausbau widmen und uns natürlich auch weiter beschäftigen. Ist klar. So. Mir fällt auch gerade übrigens ein, ich habe vollkommen vergessen, das LAN-Kabel an meine Switch anzuhauen. Weil diese ganzen Kicks, ja, dieses Abbauens und so, dieser ganzen Abbaufehler, ihr seht, das sieht halt erstens ziemlich lustig aus und zweitens, ich glaube, es kommt von meinem Internet, oder dass die Switch halt kein so gutes... Wir wissen, dass das WLAN-Netz der Switch nicht so geil ist, deswegen müsste ich hier eigentlich mit LAN arbeiten, aber ich habe den letztens nicht gefunden und ich müsste ihn noch suchen, aber ich denke, nach dieser Session werde ich ihn suchen und Reudix anschließen. Dann steht einer neuen Session nichts mehr im Weg. Also, das allererste, wenn ich so an dieses Haus gehe, Pilz. Komplett Pilz. Ein Pilzhaus. Wir können es dementsprechend so bauen. Grüße geht raus an den Ehrenbruder Todd. Der Ehrenmann. Auf dass er in diesem Jahr, in 2020, frohes neues Jahr übrigens an alle von euch. Moin Moin und Servus und wiederum Mois. So, erstmal das Ganze hier vollgehauen mit reinsten und feinsten Kartoffeln. So muss es sein. Auf Nacken von Splasher, dem Ehrenmann. Wie wär's denn mal, wenn wir uns jetzt auch mal so eine Feldflughacke machen und diese ganzen Erzstellen beseitigen? Das ist eine potenzielle weitere Stelle zum Anbauen von Kartoffeln, nicht wahr? Also warum denn eigentlich nicht? So, fertig. Wir haben jetzt endlich auch diese wunderschöne Stelle hier fertig gemacht. Und sämtliche Kartoffelstellen sind jetzt da. Und endlich sind die hässlichen Erdstellen weg. So, ja, aber es ist halt hässlich, wie das bisher aussah mit den... Naja, ihr wisst, was ich meine. Diese Erdstellen, dies, das. Hab auch eben direkt ein paar neue Ehrenbrüder hier in die Runde reingelassen, die unbedingt rein wollten. Auf Ehrenkick. Ich meine natürlich Ehrenbruderbasis. So, lasst uns mal bitte gucken, dass wir den Ofen wieder ein bisschen befeuern hier. Mit natürlich Kartoffeln. Ist klar, ne? Hier noch ein bisschen gebratenes Hammelfleisch. Können wir auch alles eigentlich in die Truhe packen, aber ihr seht, die ist voll. Und diesbezüglich habe ich ein kleines Anliegen. Ja, ich habe ja gesagt, ich möchte auch unbedingt einen Keller bauen. Der Keller wird hier reingebaut werden, ja. Das garantiere ich Ihnen. Okay. Jetzt mit dem ganzen Holz, welches wir natürlich am Start haben, würde ich auch ganz gerne... Oh, 52, Alter. 52 Holz, das wird auf jeden Fall mehr als locker reichen, um das Dach zu... Ja, verzieren mit feinstem Holze, oder nicht? Müssen nur darauf achten, Alter. Scheiße, hier ist keine Beleuchtung. Das ist nicht so cool. Nicht, dass uns hier noch Monster spawnen, Mann. Ich brauche unbedingt neue Fackeln. Das kann mir einfach keiner erklären, ey. Wieso bin ich immer so in Fackelnot? Aber ich glaube, da kommt schon ein geheiligter Ehrenbruder,
der mir einige Fackeln bringen möchte, wie es aussieht, oder was? Wer ist es denn? Wer ist es denn? Gehen wir mal kurz runter zum heiligen Ehrenmann. Wer sind Sie denn? Shadow Jan, ja moin, was geht? Ich grüße Sie. In diesem geheiligten Dorfe, ja, wir haben einen weiteren Ehrenmann getroffen, der vielleicht sogar hier sein Haus aussuchen möchte. Das ist halt dieses andere Pokémon. Such dir dein Pokémon aus, hier sind 3 Pokebälle. Bruder, hier sind 30 Pokebälle, hier sind 30 Häuser. Ihr könnt alle ein Haus beziehen. Einfach Schild dran machen, zack, habt ihr ein Haus. Ist das schmackhaft oder ist das schmackhaft? Ja, moin. Viel Spaß in diesem Dorf, Bruder. Wenn er hier bleiben möchte, dann sei er natürlich gesalbt mit den nicesten Glückwünschen, die man sich vorstellen kann. Hier müssen wir auf jeden Fall auch zubauen, jetzt mal langsam, ne? Aber dafür haben wir auch das Holz gesammelt. Und, ich denke echt mal, es wird an der Zeit, selbst wenn es kleine Fackeln sind, ich komme halt momentan nicht in die Höhlen rein, um mir irgendwie Kohle abzubauen. Wisst ihr, was ich meine? Ich komme nicht da rein. Hm. Ah ja, aha. Random Chris, der geheiligte Ehrenmann. Er sucht mich in meinem Haus auf. Ja, guten Tag, Bruder. Was haben Sie hier verloren in meiner Crib? Was darf ich Ihnen denn, was kann ich Ihnen denn Schönes tun, Bruder? Hm. Hausmüll. Hausmüll? Vielen Dank für diesen, wie sagt man am besten? Ja, nicht Birkentür, aber ich danke dir sehr für diese, Briefbeschwerer. Vielen Dank. Sehr ehrlich. Ehrenmann? Oh, weitere Truhen. Ja, die habe ich auch gebraucht. Ich kann die aber gerade nicht aufheben. Du merkst schon, ich habe sehr wenig Platz im Inventar. Ich muss ein bisschen umräumen. Warte kurz. Dann hebe ich sehr gern diese Truhen auf. Bruder? Ich glaube, er hat gerade die kompletten Sammel- und Verschenkungskicks. Einen Moment. Einen Moment. Was haben wir da gerade bekommen? Was ist das hier? Granit. Ah ja, ich dachte, er wäre schon im Nether gewesen, ey. Drippen ja komplett raus. So, aber danke für deine ganzen Geschenke. Sehr ehrig. Vielen, vielen Dank. So, jetzt müssen wir aber hier weitermachen. Mhm. Ein heiliger Ehrenbruder baut schon wieder ein paar Bäume ab. Solange die, ich hoffe, mein Hausmüll passt. Sehr, sehr wohl, Chris. Sehr wohl, natürlich. Es war ein sehr leckerer Hausmüllbestand. Diese Kisten, die ich habe, die werden auf jeden Fall gut angelegt sein. Ich werde die nämlich hier irgendwo hinsetzen. Warum eigentlich nicht hierhin? Sieht zwar alles dann ein bisschen eng aus, aber ey, das ist halt unsere enge Stube und wir brauchen ein wenig Platz im Inventare. Von daher, zack, nächste Truhe. Und packen auch da mal so diese ganzen rohen Fische und so rein und diese Nahrungsmittelprodukte, die wir gar nicht brauchen und Sachen, die wir gar nicht brauchen. Weg damit. Ich habe eben schon die beiden Birkentüren rausgemacht, weil Bruder, nett von dir, aber brauche ich nicht. Brauche ich wirklich gerade nicht. Habe ich andere Dinge in meinen Inventarvorstellungen, musst du dir leider vorstellen, Bruder. Aber ey, warte mal kurz. Von wegen, wir haben hier keine Kohle und so. Einen Kohlenspot kennen wir, den haben wir doch hier unter Wasser gesehen. Und ich glaube, da hat noch keiner abgebaut. In diesem Sinne, tarzahnen wir uns jetzt gerade hier ins Wasser rein, diese andere Abkürzung, und bauen uns hier auf ehrenlos die Kohle ab. Die habe ich nämlich gesehen und die habe ich mir gemerkt. So, ja. An alle, die sich gefragt haben, wann hebst du die endlich mal auf? Ja, Bruder, das ist nun getan, Mann. Es musste auch mal gemacht werden, da bin ich ja auch mit euch überein. Oh, oh. Gott, Alter, ich ertrinke hier noch. Huch. Kai, ich brauche Essen. Ja, dann kommen Sie heran, Bruder. Vor allem, wie Sie alle hier jetzt ins Dorf reinkommen. Oh, ein Hotdog. Ja, das ist ja sehr schmackhaft. Brauchst du was zu essen? Nimm dir den guten Philipp heran. Der hat auf jeden Fall Bock, glaube ich. Schmeißen wir hier mal so eine Runde wie bei Karneval. Und jetzt holst dir. So, als wäre das gerade mein Aquarium, Alter. Schwein. Schwein. Ohne Witz. Ja, sie, fressen mir aus der Hand, möchte man sagen. Oder sie fressen mir sogar die Haare vom Kopf. Kein Problem, Bruder. Ich mache das gerne, Mann. Ich bin gerne der hilfsbereite Samariter. Und ich finde es auch ganz cool, dass die ganzen neuen Leute sich dazu beschlossen haben, hier hinzukommen. Ja, also ich hatte das ja in einem Part mal angesprochen. Hey, kommt mal gerne hier heran. In dieses Dorf hier, falls ihr Bock habt, weil hier gibt es mehr als genug Häuser für jeden und es ist einfach so.
Und falls nicht, dann bauen wir das ganze Haus oder Dorf noch weiter. Ja, dann bauen wir es weiter aus. Wird daraus ein riesiges... Aus dem Dorf wird eine Stadt, wird ein Land, Alter. Dann wird aus Randomien... Ja, dann wird aus Randomien... ein Staat. Und dann ein Planet. Und ihr könnt mit dabei sein, hier in Minecraft Community. Ehrenmann. Ja, das habe ich mir gemerkt. Ja, Shadowjan, ich habe das gerade gesehen, hat natürlich auf ehrenhafte Weise die Bäume nachgebaut. Apropos, lass mal aber ganz kurz in den Spot da hinten zurückgehen, weil ich glaube, dass ich da noch ein paar neue Setzlinge pflanzen kann. Und muss, natürlich. Auch auf der Gefahr natürlich hin, dass hier einige Zombies sind, die geklatscht werden müssen. Aber ja, das ist ja natürlich nicht unüblich, denn die Zombie Patrol macht das ja gerne für sie. Von montags bis sonntags. Zu jeder Tageszeit. Kit. Philipp hat wieder seine Hotdog-Kicks. Guten Morgen, Bruder. Was hat er mir da gerade gegeben? Eine Pilzsuppe. Vielen Dank. Ja, es schmeckt. Warte, ich mach den Test. Ich guck mal, ob das schmeckt. Er schmeckt auch schon auf jeden Fall an. Warten Sie. Hier, Bruder. Ja? Ja? Ja, ich muss schon sagen, es schmeckt. So, wir beenden jetzt aber hier mal die Folge. Ich glaube, die ganzen Setzlinge sind schon despawned. Ja, moinsen. Beim nächsten Mal werden wir gucken, was uns denn hier der gute New Olympus, der gute Random Towers, wie er auf Discord heißt, hingeschrieben hat. Ja, weil ich kann das gerade nicht lesen. Ach komm, wir lesen es jetzt auf Ehrenbasis. Was soll's? Kai, ich habe Hühner eingesperrt. Du miese Drecksau, wie kannst du es wagen? Du bist ein Schwein. Ein wahres Schwein. Kannst du es wagen? Hühner, also sollen es sein, ja? Auf komplett unehrenhafte Weise. Ich möchte das nicht richten wollen, ja? Bis zum nächsten Mal, Brüder. Dann machen wir hier weiter mit diesen Dorfkicks. Denn ihr seht, das Dorf wird gerade ein bisschen belebt und hier wird gerade ein bisschen Party gemacht. Das finde ich gut. Haut rein, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze hier gefallen hat. Und gern auch ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und ihr wollt mehr von mir sehen. Haut rein und ciao. Der Creeper muss auf jeden Fall aus dem Dorf entfernt werden, Mann. Oder gekillt. Kommen Sie heran. Kein Problem, Jungs. Ich hab's im Griff. Teamwork, Bruder.